Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich möchte euch heute mal mit durch meinen Tag nehmen. Ich komme übrigens gerade erst von Arbeit. Ich bin gerade erst rein, war einkaufen gewesen. Und ich habe heute einiges vor mit euch. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal meinen Einkauf ausräumen. Dann werde ich mich umziehen, weil ich habe nämlich gerade noch lange Sachen an und wir haben es so warm, dass man damit hier heute umkommt und deswegen gehe ich mich gleich umziehen. Dann, irgendwas war ich noch, ihr seht es schon, wartet, ich zeige euch das mal, ich demonstriere euch das mal. Also, es wird jetzt schief, jetzt so, also pass auf, ihr seht mich immer noch, Leute, ich habe schon wieder eine neue Kamera. Das ist die Canon Legria und die hat Schweinegeld gekostet, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall ist das eine Vlogcam und die hat ein Fisheye-Objektiv oder eine Linse. Und das ist mega cool zum Vloggen und so. Und was haben wir heute vor? Also wie gesagt, ich gehe mich gleich umziehen. Ich gehe nochmal ins Bad mich fertig machen, weil ich war vor ungefähr einer Dreiviertelstunde duschen, ich habe noch nicht mal Haare gekämmt und war so einkaufen. Oh mein Gott. Ich bin so ein Noob. Egal. Und dann gehe ich raus, schnapp mir mein Fahrrad, fahre rüber, probiere den Toni aus seinem Zimmer rauszukriegen. Und dann gehen wir mit dem Hund spazieren. Also ich gehe auf jeden Fall mit dem Hund spazieren. Ob Toni mitkommt, weiß ich nicht. Ich habe noch was. Wartet mal. Ich habe noch was, was ich euch unbedingt zeigen will. Ich fühle mich heute nämlich 10 Jahre jünger. Komm, das ist natürlich wieder ganz unten, ne? Ich habe mir heute Tatsache die Bravo gekauft. Leute, ich habe mir die Bravo gekauft. Ich habe mir früher die Bravo wirklich jede Woche gekauft, weil ich die damals echt cool fand. Und ich habe mir die jetzt gekauft, um einfach mal zu schauen, ja, was ist denn da heutzutage noch so drin? Auf jeden Fall stand ich da dann an diesem Stand mit den Zeitungen und habe gesehen, ey cool, da ist sogar ein YouTuber-Special drin, ist ja noch geiler. Und deswegen, yes, so sieht das Ganze aus. Ich fühle mich 10 Jahre jünger. So, ich mache mich jetzt fertig, räume den Einkauf aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Lol, das muss ich jetzt mal sagen. Ich merke, ich werde alt. Woran merkt man, man wird alt? Und zwar, wenn man die ganzen Bubis auf den Postern nicht mehr kennt. Bitte, wer ist Luna? Was? Soy Luna? Keine Ahnung. Oder wer sind die zwei? Oder wer ist Mario Novembre? Oh mein Gott. Puh, ich werde alt. So, also ich bin jetzt da. Das ist jetzt mein Outfit. Kurze Hose, das sind ungefähr 27, 28 Grad, voll warm. Ich habe gerade schon gesehen, der Hund liegt hinten im Garten. Da gehen wir jetzt mal hin. Die wird gleich angerannt kommen wie eine Irre. Oh, Entschuldigung. So. Da liegt sie. Ich weiß nicht, ob ihr die schon seht. Loki! Hi! Baby! Baby! So, werden wir mal den Toni mal rausschütteln gehen. Mal gucken, ob der mit der Hundchen. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr gerade alles. Hey! Raus! Die riecht, dass ich da Leckerlis drin habe. Nee, am Computer ist er nicht. Lass mal reinrufen. Ich weiß übrigens gerade nicht, ob ihr alles gesehen habt, weil ich so mit dem Hund beschäftigt war.
ihn es nicht. So, Loki, bleib hier. Toni! Toni! Der hat nix. Toni! Der hat nix. Ich komme gleich wieder. So, ich bin jetzt mit der Loki unterwegs und das Erste, was sie macht, ist erstmal ungewollt baden gehen. Sie ist gerade dort hinten. Da ist eine Treppe. Und die geht noch ein Stück weiter rein, die Treppe. Und die dachte wahrscheinlich, das ist dort so wie die Treppe. Also es geht nicht tiefer. Und... Was ist denn los? Auf jeden Fall ist sie jetzt pitschnass. So, also sie ist einmal kopfüber reingefallen. Das hat sie aber irgendwie nicht gestört. Ich hätte gedacht, oh oh, jetzt kriegst du Schiss oder so. Nö, das hat sie gar nicht gejuckt. Das ist ja... Ey, wenn da Strom drauf ist, Hund. Hier muss man überall aufpassen. Die freut sich aber auch so sehr, wenn man mit ihr spazieren geht. Wisst ihr übrigens noch, wie klein die mal war? Und guck mal, wie groß die jetzt schon ist. Echt der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Hier ist übrigens voll idyllisch. Ist voll schön hier. Guck mal, das sind kleine Enten. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Oh, sind die süß. Babys. Ich glaube, die sieht man nicht. Na gut, egal. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. Wir haben hier übrigens eine wunderbare Artenvielfalt an... wild lebenden Tiere. Ich meine, guckt euch mal diese wunderschönen Rehe an. So schlank und grazil. Und ja, es sind Rehe. Es ist einfach mal total genial hier draußen. Ich meine, hallo, guckt mal. Ist das nicht schön? Hier unten ist sogar ein kleiner Bach. Sieht man das? Da unten ist ein kleiner Bach. Und die Loki? Loki! Hey, wir machen da noch ein paar Tricks, hä? Wir üben da noch ein bisschen. Nicht? Loki. Vor allem das Coole ist, ne? Wie alt ist denn die jetzt? Ich weiß es gar nicht. Die ist, ich glaube, im Dezember geboren. Die hört schon richtig gut. Das ist richtig cool. Und vor allem, man kann die auch so laufen lassen. Die rennt einfach nicht weg. Beziehungsweise, wenn sie mal weiter wegrennt, läuft, dann ruft man die einmal und dann ist sie wieder da. So. Oh, guckt euch das an. Ich hatte ja schon erwähnt, ich bin ein richtiges Dorfkind und ich liebe das. Ich liebe das, es ist wie so ein bisschen wie im Urwald. Und das ist richtig cool, wenn es schön warm ist, hier lang zu laufen. Ich habe immer noch Hoffnung, dass keine Mücken kommen, aber bis jetzt sieht es gut aus. Und von daher passt das. Ich liebe die neue Kamera. Ich hoffe, der Ton passt. Die hat nämlich ein kleines Rädchen an der Seite, wo man den Ton manuell verstellen kann. Und deswegen weiß ich nicht, ich habe das jetzt erstmal auf ganz laut gedreht. Und deswegen weiß ich nicht, inwiefern das passt. Wollen wir die Loki mal versuchen, baden zu schicken? Also, probieren wir es mal. Loki. Loki. Geht sie? Nee, die geht nicht. Ich glaube, die hat nicht richtig gesehen, was das ist. Ich will die jetzt aber auch nicht, dass sie nochmal reinfällt, ohne dass sie es will. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass sie dadurch Angst kriegt. So. Gucken, wo wir hinlaufen. Ich glaube, wir laufen noch zum anderen Teich. Da sind nämlich Gänse drauf und die möchte ich euch zeigen. Und vor allem möchte ich wissen, wie der Hund darauf reagiert. Das wird so cool. Oh, da war eine Mücke. Ja, geh, such! Okay.
Okay, jetzt habe ich die erste Mücke gestochen. Na, wo ist das Stöckchen? Wo ist das Stöckchen? Jetzt guckt sie, wo es hingefallen ist. Die ist schon voll niedlich. Die ist schon voll. Ich hatte übrigens in einem Video erzählt, dass die Loki Stafford ist und Labrador. Das stimmt nicht. Ich weiß es jetzt genau. Die Loki, die ist amerikanische Bulldogge und Labrador. Ich glaube, jetzt muss ich doch schneller laufen. Ich glaube, jetzt kommen die Mücken. Oh Gott. So, Loki, wollen wir mal allen zeigen, was du schon kannst? Komm mal hier. Sitz. Loki. Sitz. Fein. Sitz. Bleib. 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 So, ich fein. Bleib. Komm her. Hier. Fein. Und hier. Sitz. So ist brav. Guck mal, so ist brav. So ist brav. Du bist eine gute. Sehr schön. Loki hat ein neues Zuhause gefunden. Ich habe den Baum gerade schon auf Instagram gezeigt. Der ist einfach mal komplett hohl drin. Das ist so krass. Loki gefällt's. Loki, was ist da? Was ist da? Was ist da? Pass auf. Ja, fein. Und ich liebe diese Kamera jetzt schon. Guckt euch das mal an. Das ist so cool. Ich hoffe, man sieht was. Ich bin echt schon gespannt, wie das dann ist, wenn ich mir die Aufnahmen selber angucke. Heute Abend. Wie das dann aussieht. Aber demnach, was die Kamera gekostet hat, muss sie gute Aufnahmen machen. So, alles klar. Bis denne. Ist es schön hier oder ist es schön hier? Ja, es ist wunderschön. Bisschen windig. Aber das hat Wasser irgendwie so an sich, ne? Noch ein Beauty-Shot von unserer wunderschönen Umgebung hier. Und ganz da hinten, weiß ich wieder nicht, ob man das sieht, sind wieder diese wunderbar grazilen Rehe. So. Und da hinten, da, sieht man das? Da, da irgendwo sind Häuser. Da wollen wir jetzt erstmal hinlaufen. Da ist die Loki. Loki, hey, die sieht man gar nicht. Schön durch die Brennnesseln durch. Alles klar. Läuft bei dir. Voll die süße Entenfamilie. Gänse, es sind Gänse. Alle mal, oh, guck mal, die sind so niedlich. Die haben ganz viele Babys, die Kühe. Voll süß. So, wie denn? Such! Na toll, das hat nicht funktioniert. Die sucht jetzt irgendwo dieses Stöckchen. Dabei ist er hier. Loki, hier? Komm her! So,
suchst immer noch das Stöckchen? Ich habe aber auch blöd geworfen, ne? Aber jetzt. Komm, bring her. Fein. Das musst du nur noch loslassen. Das musst du nur noch loslassen. So, jetzt. Komm her. Bring mit. Fein. Fein. Ih, der ist angesabbert. Ich habe gerade was gefunden. Ein Jägerstand. Was macht man da? Jawohl, natürlich draufklettern. Mal gucken, wie Loki geht das mal drücken. Mal gucken, wie Loki reagiert, wenn ich oben bin. Und sie ist unten. Und kommt nicht an mich ran. Komme ich da überhaupt hoch? Ich weiß es nicht. Das hat so eine ganz komische Leiter, das Ding. Schauen wir einfach mal. Zu hoch ist es nicht. Oh, jetzt ist in den Draht von der Weide hier gerannt. Okay, also, ich habe Angst. Boah! Das war gerade ein Jumpscare. Also, wie ich mich kenne, hoch komme ich. Aber runter habe ich dann wieder Schiss. Ich habe jetzt schon Schiss. Ich bin oben und ich habe einen geilen Ausblick von hier. Und was macht Loki? Loki! Wo ist sie denn? Hi! Guck mal, so süß! Hört los! Du kannst den Baum nicht hochklettern. Wär mal das Hundchen mal nicht so lange warten lassen. Geh mal wieder runter. Oh Gott. Also, falls ich tot unten aufgefunden werde, ihr habt es gesehen, was passiert ist. Ich bin in den Jägerstand runtergekullert. Oh mein Gott. Wie kann man nur so eine Angst haben? So, jetzt. Vor allem am Anfang, ne, ist der Hund einfach mal so die ganze Zeit vor mir gelaufen. Und jetzt läuft sie so ganz müde und K.O. einfach neben oder hinter mir die ganze Zeit. Das ist voll lustig. Ich glaube, ich habe sie K.O. gekriegt. Ich bin aber auch ganz schön K.O. Die Füße tun langsam weh. Es war heute auf Arbeit schon ganz schön anstrengend gewesen. Und jetzt sind wir auch ungefähr so 3 bis 5 Kilometer gelaufen. Ich denke, das haut hin. Da kann man schon mal K.O. sein. Ja. Gleich sind wir wieder zu Hause. Wir haben hier Zivilisation. Yippie. Alles klar. Bis dann. Auf nach Hause. Tschüss, Loki. Tschüss. So eine Süße. Puh. Oh mein Gott. Ich bin außer Atem. Das ist nämlich dieser Moment, wenn man nochmal zurückfahren muss, weil man seinen Schlüssel vergessen hat. Okay, alles klar. So, wenn ihr weiter solche kleinen Vlogs sehen wollt, dann gebt gern einen Daumen nach oben. Ich habe übrigens auch Instagram, das ist hier unten auch irgendwo verlinkt. Sorry, ich bin außer Atem. Und ja, gebt einen Daumen nach oben, lasst mal einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!